Also, was ist erstmal ein Datenpaket, so halbwegs abstrakt gesprochen? Von welchem Netz reden wir? Was macht sozusagen das Netz aus auf der physischen und auf der logischen Ebene? Und ein Datenpaket ist erstmal eine Abfolge von Zeichen. Man hat sich auf 1500 Zeichen in Bytes repräsentiert, üblicherweise geeinigt. Und das ist eigentlich so mein Inhalt. Aber der Inhalt muss ja auch wissen, wohin, woher er kommt, wohin er wieder zurückgeschickt werden will. Deswegen ist das unterteilt in Kopf- und Nutzdaten. Und Datenpakete werden immer auf verschiedenen Segmenten, Teilstrecken übertragen. Und die verhalten sich jeweils anders. Deswegen muss man sich das vorstellen, dass die Pakete letztlich gerade dieser Kopfteil vorne variiert oder mal ein zusätzlicher Kopf hinzugefügt wird für sozusagen einen anderen physischen Untergrund. Also ein WLAN-Protokoll verhält sich anders als ein DSL-Protokoll, wenn man auf dieser physischen Ebene nachdenkt. Und dementsprechend variiert sozusagen der Kopfteil, aber der Nutzteil sollte eigentlich immer der gleiche bleiben, kann natürlich auch unterwegs verändert werden. Die Integrität des Netzes ist natürlich was anderes. So, das Ganze wird über das Internetprotokoll realisiert. Da gibt es auch mittlerweile zwei, IPv4 und IPv6. Mittlerweile gilt V6 als das Internet und V4 als, haben wir eigentlich schon abgeschrieben. Wenn man heute Internet sagt, hat man eigentlich nach Standard IPv6 zu meinen. Darauf werden dann halt Verbindungen initialisiert. Und die Frage ist sozusagen, welcher Typ von Verbindung möchte ich hier an der Stelle auch kurz ausführen, ob sozusagen ein verbindungsorientierter Datenaustausch ist oder einfach nur, ich schicke los und mich interessiert nicht, ob es ankommt. Ich habe es abgeschickt, so ein bisschen wie die Post und TCP im Unterschied. Da erwarte ich sozusagen eine Antwort, möchte wissen, okay, habe ich erhalten, sogar mit der richtigen Prüfsumme. Ansonsten schicke ich es nochmal. Warum will man überhaupt Ersteres haben, zum Beispiel für Anwendungen, die wo es dann ansonsten auch egal ist. Wenn ich zum Beispiel einen Videostream gucke und wir dann noch eine halbe Sekunde darüber reden, ob ich jetzt ein Teilbild irgendwie empfangen habe, will ich das schon gar nicht mehr sehen. So, man muss halt meinen Videoplayer damit klarkommen, wenn mein Paket fehlt. Aber gerade bei solcher Anwendung wie ein Video-Livestream oder Audiotelefonie, wenn da mal ein Paket fehlt, müssen wir es nicht unbedingt nochmal neu schicken. Darauf setzt dann sozusagen die Anwendung auf, hier eine Webseite oder hier eben ein MP3-Stream. Und dann haben wir letztlich unseren Inhalt, der erstmal jeweils bei so einer Verbindung sagt, gib mir überhaupt mal die Webseite, gib mir überhaupt mal den Stream und dann schickt die andere Seite quasi die Kette wieder zurück. Und genau, unterwegs kann dieser Verkehr unterschiedlichste Trägermedien haben, WLAN, DSL, Glasfaser zum Beispiel. So, wir möchten von der Frage ausgehen, wie Paul über unseren Access Point ins Internet kommt. Wir haben gesagt, die Physik, das kann unser WLAN, das kann unser DSL sein, Ethernet, das ist nochmal das Kabelmedium. Bongo Drums, gibt es auch ein Protokoll, wie man mit Trommeln TCP/IP sprechen kann, ist sozusagen vom Internetgremium auch angenommen. Brieftauben gibt es auch, richtig. Erstmal die Frage von der Physik, haben wir überhaupt einen Kontakt auf einer Leitung? Können da Bits fließen, Nullen und Einsen? Hier mal so ein Schaubild, letztlich heißt das Spannung an oder aus oder Morsezeichen lang oder kurz, so. Beim WLAN sieht das dann ein bisschen komplexer aus, da hat man solche Fragen, wie ist das jetzt überhaupt der höhere oder niederfrequentere Frequenzband, wie breit sind unsere Kanäle und wie gut ist der Empfang? Das hier wäre jetzt sozusagen eine Ideallinie und hier sehen wir die Realität. Irgendwann ist der Empfang auch mal schlecht. Soviel zur Frage, haben wir Kontakt? So, haben wir Link? Können wir darüber miteinander reden? Zum Reden, also auch mit welcher Geschwindigkeit und wer kann reden? Also auf einem Kabel ist es relativ einfach meistens. Da können meist beide reden, manchmal kann aber auch nur einer zurzeit reden. In einem WLAN haben wir schon wieder viele Leute. Da muss einer aufpassen, dass nicht alle gleichzeitig reden. So, also, und da haben wir dann sogenannte Hardware-Adressen auf dieser ganz untersten Physikebene quasi anzusprechen. Paul hat die Adresse, der Access Point hätte auch eine. Die klammere ich jetzt erstmal aus. Interessant ist, dass der Router auch eine hat und die beiden können sich erstmal auf dieser lokalen Ebene miteinander verständigen. Und jetzt ist die Frage, will jemand Internetprotokoll haben? So, wie kaspern die das aus? Ich gehe das erstmal an IPv4 durch, V6 klammern wir mal heute aus. Also Paul mit seiner Hardware-Adresse ruft in eine globale Wolke, aber wirklich an alle. Hallo, verteilt dir jemand IP-Adressen? Und dann sagt der Router auch an alle, ja, ich habe da von dieser Adresse was vernommen, du kannst folgende IP-Adresse haben. Und übrigens sprechen wir hier, hat dieses Netz, was wir hier sprechen, eine gewisse Größe, weil der Rest ist ja Internet, wir haben hier nur einen Teil, die ist jetzt irgendwie mal X genannt, Subnetzmaske. Und übrigens, ich habe auch eine Adresse und ich habe Internet, kannst du dir als Router eintragen und dann kannst du über mich probieren, mit dem Internet zu sprechen. Das ist sozusagen die dynamische Adressvergabe im V4, im V6 funktioniert es ein bisschen anders, da muss Paul gar nicht erst schreien, sondern da schreit der Router gleich rum, es gibt hier V6, könnt ihr benutzen,
baut euch mal eine Adresse selber. Da spart man sich sozusagen noch mal einmal hin und her rufen. Damit haben wir jetzt sozusagen die Konstellation von unserem lokalen Netz. Paul hat irgendwie eine Adresse erhalten. Router hat irgendwie eine V4-Adresse, die können miteinander reden. Der Router hat jetzt die Aufgabe, da Paul weiß, hier das ganze Internet kann ich quasi über diesen Router empfangen, alle Pakete, die nicht in dieses Netz sollen, nämlich in jedes andere, naja, erstmal zu unserem Router von unserem Internetanbieter zu schicken. Und das sind hier wieder andere Adressbereiche und der weiß dann letztlich wieder darüber Bescheid. Und die Aufgabe von so einem Router ist dann letztlich, Tabellen darüber zu pflegen, hinter welchem Anschluss weiß ich von welchen Adressen oder Adressräumen Bescheid. So, das ist für einen Router zu Hause erstmal relativ einfach, der kennt nur das kleine Netz zu Hause und den Rest der Welt, darüber kümmert sich dann irgendwie mein Internetanbieter. Aber bei den Internetanbietern wird das natürlich komplexer und die hängen alle kreuz und quer miteinander und schön dezentral, wie das ja auch sein soll. Deren Router tauschen sich dann mittels zusätzlicher Routing-Protokolle darüber aus, hinter welchem Router es jetzt nun zu welchen Netzen weitergeht. Die pflegen quasi, ja, ständig sowas wie Karten, wo es lang geht, wenn ich mit welchem Netz sprechen will, weil es ja mehrere Punkte durchaus brauchen kann, dass man immer dann die kürzeste Strecke wählt. Dafür gibt es die Protokolle, wo dann Router untereinander nochmal auf einer höheren Ebene darüber reden, welche Netze vom Internet wo erreichbar sind. So, nochmal zum physischen Weg. Es gibt das DSL, wo es ja dann erstmal weiterging. Das landet in so einem Kasten meist auf der Straße mittlerweile, häufig noch in so einer größeren Zentrale, wo es dann noch viel mehr von den Leisten gibt. Und da wird unser Modemsignal generiert und das hängt dann letztlich an der Infrastruktur von, in dem Fall der Deutschen Telekom wahrscheinlich, und da hängt eine Glasfaser direkt mittlerweile am Kasten an der Straße, die dort wieder in der Infrastruktur weitergeht. Und dort geht es dann zum nächsten regionale Zusammenstellung, da gibt es dann bestimmt auch nochmal nicht nur Switches, wo das zusammenläuft, sondern auch noch einen Router. Und die Router der Telekom hängen dann auch regional, überregional in Deutschland zusammen und letztlich will aber die Telekom immer, das, also genau, per Glasfaser, ja. So kann man sich in etwa dann das Innenleben von einer Providerwelt vorstellen. Das sind noch, ja, hier wird wahrscheinlich eine lange Faser ankommen und das sind eigentlich jetzt erstmal nur passive Patchfelder, noch gar keine Switches. So, aber die Telekom will, dass das alles nur irgendwie in Frankfurt bei ihnen rausfällt. Also eigentlich arbeiten Provider ein bisschen dezentraler. Es gibt auch schon einen Berliner Internet-Exchange und in anderen Regionen, aber die Telekom sträubt sich da so ein bisschen, diese Politik einzugehen, dass sie mit den Routern der anderen Provider gleich in Berlin redet. So, deswegen dauert immer alles erst nach Frankfurt, das ist nicht wirklich dezentral. Ja, aber das ist erstmal da, wo es rauskommt. Und die hängen dann als Internet, also genau, diese Internet-Exchanges, das sind primär, der DZIX zum Beispiel oder der BZIX in Berlin, sind Vereine. Da schließen sich Provider eigentlich, weil sie die gleichen Interessen haben, zusammen, weil wir wollen miteinander reden. Da gründen sozusagen große Firmen und Konzerne Vereine und die betreiben dann halt sozusagen den Zusammenschlusspunkt für Berlin als Berliner Provider oder den für Deutschland als deutsche Provider. Und ja, da gibt es halt mehrere Zusammenschlusspunkte und häufig in der Nähe dazu, aber häufig auch an anderen Orten, gibt es sogenannte Rechenzentren, dass wenn ich mir jetzt mein Paket irgendwie zu jugendhack.de schicken will, hängt die Webseite jugendhack.de nicht hinter einer DSL-Leitung bei jemand anders zu Hause, sondern bei irgendeinem Hosting-Anbieter und der hat dann häufig bei so einem Datenzentrum im Raum nebenan ganz viele Server stehen und da können wir dann sozusagen die Webseite ausliefern. So, und so gibt es dann halt Rechenzentren in jeder größeren Stadt. Wie gesagt, Berlin haben wir eins, Frankfurt ist nächstgrößer, Amsterdam hat eine sehr große zentrale Bedeutung gewonnen in letzter Zeit. Spannend natürlich, was in England passiert, wenn wir jetzt gerade diese ganzen Überwachungsgeschichten mit der NSA haben und die Briten da ja auch gerne mit den Amis kooperieren und eigentlich fast aller atlantische Traffic in die USA über Großbritannien fließt. So, und jetzt haben wir hier nochmal einmal das Paket auf seinem Weg durchs Netz. Im Schnelldurchlauf, was wir hier vor Ort machen, da haben wir nämlich auch nochmal ein, zwei Besonderheiten. Genau, also wir haben Pauls Laptop, der redet mit deinem Access Point. Der hängt hier an einem Switch im Obergeschoss. Der hängt an dem Switch von unten im Keller, wo alles zusammenläuft. Da haben wir einen Router. Dieser Router hat ein DSL-Modem. So, der hängt am DSL-Modem auf der Straße von so einem Internetanbieter. Die haben hier ihre regionale Zentrale und eigene Infrastrukturlogik, über die ich jetzt nicht viel berichten kann, weil ich arbeite da nicht. Und haben halt ihr nächstes Peering zum nächsten kürzeren Hop, was halt bei unserem Provider üblicherweise in Frankfurt ist. Und wir haben hier sozusagen noch ein Jugendhack-Gateway, das heißt, wir leiten unseren Datenverkehr erst dort in einem Rechenzentrum aus. Das steht wiederum in Berlin, das heißt, all unsere Daten fließen erstmal nach Frankfurt, um dann wieder nach Berlin zu kommen.
um dann zu gucken, wo es dann eigentlich als nächstes weitergeht. Und wenn wir zur Jugend Hacknet wollen, führt das, hatte ich einmal über den Dreislaut eine britische Firma in einem Amsterdamer Rechenzentrum gesehen, aber effektiv geht es dann zu irgendeinem Cloud-Hosting-Anbieter, der in den USA gemeldet ist. Und dann haben wir die Webseite jugendhack.net. So, das war eigentlich auch schon mein Kurzvortrag.